mal hier runter. Hier irgendwo müssen eigentlich normale Driller rumgeistern. Lass mich mal hier lang. Da vorne sind sie. Da, Range Attack mache ich jetzt einfach mal so. What the fuck, 7000 Schaden. Tooten sie einfach mal. Und zwar, weil wir es können. Warte, ich mach das jetzt so. Range Attack. Zack, zack. Non-Crit 8k Schaden, ey, das ist... Komm. Danke. Und irgendwo noch einer, der sterben will. Da vorne. 20 Driller töten. Diese Quest ist so unnötig. Also, das hätte ich, finde ich, jetzt echt komisch, dass Insanity Life das nicht rausgenommen hat. Das ist nur echt nicht schwer, die Job-Quests hier ein bisschen fair zu gestalten. Du da hinten auch? Oder sind das die Crits, die so hoch Damage machen? Ich glaube fast, dass das die Crits sind. Weil, nee, gerade mal. Oh, ich habe Chat-Message gesendet. Egal. Ist ein Range-Attack. Komm schon. Ja, das waren die Crits, die so extremen Schaden machen. Aber auch das ist schon derbe. Mehr Driller, bitte. Driller! Driller, wo seid ihr? Da ist einer. Da vorne ist der Giant Driller. Hier hinten sind nur normale Viecher. Ich glaube, wir töten sie zu schnell. Da vorne ist auch noch einer. Du krepierst bitte. Habe ich jetzt ein DC oder was? Ne, habe ich nicht. Okay, gut. Ich habe immer... Ihr merkt, ich habe totalen Schiss, dass ich DC kriege und dass jetzt hier in dem Video irgendwas schief läuft. Aber eigentlich müsste alles perfekt funktionieren. Ihr habt auch gesehen, wir haben uns jetzt x-mal durch die Weltgeschichte teleportiert. Und es funktioniert trotzdem. Driller, 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 krepiere bitte schnell. Ja, aber ihr seht, mit dem Hack kann man schon ganz schön praktische Sachen für sein Level machen. Scroll of Velocity kann ich gerade eine neue anschmeißen. Kann ich nicht wegklicken, was soll denn das? Wir haben 20 Driller getötet, wir gehen wieder in die City. Ah, die Scroll ist ausgelaufen. Nehmen wir mal eine neue. Nach vorne, bitte. Mit diesem Typi labern. Die ganzen Rumgerenne und Laber-Quests können wir extrem abkürzen im zweiten Job-Change. Normal dauert das immer eine Ewigkeit. Once you've slain Rubo. Wo ist Rubo? Warte mal, no. Ich denke, so. Here's a letter. You retrieve the letter for Heinen from Rubo, a creature found to be living in Sailiashas, east of Darken. Ah, okay. Bei Sailiashas. Gut. Danke, das wollte ich wissen. Lass mich mal hier hinter zu Sailiashas. Rubo war, glaube ich, da unten. Das war dieser Glafan-artige Typ, ne? Glaube ich, mich daran zu erinnern jetzt. Ja, da ist er. Rubo. Hey, Krippier Rubo, du hast keine Chance zu überleben. Da spawnt sich ein Agro Captain Abed, um ihm zu helfen. Das Vieh ist definitiv Pro. Wo ist jetzt der Letter? Habe ich den automatisch? Ich schau mal kurz hier. Ja, die Feed Rubo Letter habe ich. Okay, gut. Wieso ist die Map jetzt aufgegangen? Weg damit. Ich muss hier jetzt, meet Sage Kimmel. Ranger in the Fountain of Dead Person in Flaris. Okay, gut. Fountain of Dead Person in Flaris. Dann müssen wir nach Flaris. Teleportier mich bitte nach Flaris. Dankeschön. Hier hoch. Hier hoch. Und hier hoch. Fountain of Dead Person war, glaube ich, dieser Fluss da oben. Es ist ein bisschen ungewohnt, dass die Map hier so schneehaftig ist. Ja, hier irgendwo. Sage Kimmel. Mit dem müssen wir labern. Ja, ja, ja. Sincerest Gratitude. Ja, Gratitude dafür, dass ich dich gehackt habe, du Noob. Hi, Dropit. Can be found near the northwestern edge of town in... Northwestern edge of town in Darken. Okay. Jetzt muss ich, meet High Dropit Dingens, wo muss ich nach Darkon gehen? Du interessierst mich nicht, Bang. Kannst auf mich draufhauen, wie du willst. Ich teleportiere mich nach Darkon. So, Pech gehabt. Loop. Da hinten müssen wir, glaube ich, hin. Weil da wird sowas Komisches angezeigt. High Dropit, Leaken. Ja, genau, der da. Danke sehr für die Quest. The scroll is right of the passage. Please talk and seek Ranger Priest in Darkon 3. So, was muss ich jetzt machen? Ja, ich habe die Quest angenommen und jetzt, hallo? Bin ich noch drin? Ja, bin ich. Defeat Prankster. Wir müssen Prankster töten, wie dumm ist das denn? Bring 8 stamped scroll and the 8 lost history of hero books to rope in the Ranger Priest. 8 lost history of hero books. Vielleicht droppen die auch, wenn ich Pranksters töte. Na, muss ich wieder nach St. Muss ich diesmal nach St. Morning gehen? Zu Garden of Rises, der ist da oben.
Da oben, da oben, da oben. Pranksters waren irgendwo hier, glaube ich. Ja, da sind Pranksters. Mastermate Prankster, da ist ein normaler Prankster. Kriege ich da auch den Brief? Ja, ich, ja, genau, ich kriege auch die Briefe. Gut, gut, das wollte ich wissen. Danke. Nicht Mastermage, nur normale Prankster. Ich kann es mir schon denken, dass die anderen nicht funktionieren. Wir können es gleich mal testen. Tatsache, die funktionieren nicht. Ich finde das so unlogisch, dass die anderen nicht funktionieren. Mann, da hat Flife richtigen Scheiß gebaut. Aber ich finde es auch komisch, dass Insanity die originalen Quests drin lässt, die total am Müll sind eigentlich. Da hinten ist, Prankster irgendwo? Giant Mage Prankster, ein gigantischer Magier, Mann. Alter, Magier sind doch viel stärker, wenn sie groß sind. Vor allem diese Magier greifen einen nicht mit Magie an, sondern sie hauen auf dich drauf. Wie alle anderen dummen Mobs in, oder? Wer weiß, vielleicht greifen sie einen auch wirklich mit Magie an. Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, wir müssen das jetzt zu dem Ranger-Altar bringen. Der ist in Darkon 3 irgendwo, glaube ich. So, dann sag mir mal... Bitte. Region, Darkon 3. Komische Map. Darkon 3. Und Altar of Ranger ist da oben ungefähr. Ich bin gerade hier. Ja, Altar of Ranger müsste direkt da vorne sein irgendwo. Da vorne irgendwo. Da vorne irgendwo, habe ich gesagt. Verdammt. Bin ich noch in-game? Ja, ich bin noch in-game. Gut. Hier müsste theoretisch irgendwo der Ranger of Heroes sein. Vielleicht da bei dem Baum? Die Map ist dumm. Die zeigt meine Position nicht an. World Map. Ah, Region. Darkon 3. Altar of Ranger. Ja, eigentlich bin ich hier, so ziemlich auf der Position. In die Richtung so ein bisschen noch. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas finden. Unter der Brücke vielleicht? Oder da vorne irgendwie? Keine Ahnung. Das hätten sie nur echt ein bisschen besser lösen können mit dem Zeug vom Ranger. Altar of Ranger. Jetzt suche ich hier nach einem Altar of Ranger, weil die zu dumm waren, hier den Altar of Ranger anständig anzuschreiben. Mach mal hier mal einen Pfeil über den Kopf, bitte. Das hatte doch... Vielleicht hatte mal Zeit, wenn ich so ein Feature war und einen Pfeil über dem Kopf hatte. Soll ich mal dahin porten jetzt? Komm schon. Komm schon. Bitte Server Packet senden. Dankeschön. Ja, da vorne ist er gut. Danke. Mann, Mann, Mann. So. Danke sehr. Ja, ich muss ich Venel Guardian töten. Das machen wir hier unten irgendwo. Komm schon. Teleportier mich darunter bitte. Danke. Darunter bitte. Und darunter bitte. Und darunter bitte. Und da rein, glaube ich. Wenn ich mich richtig entsinne. Nein, da nicht rein, dann da oben rein. Und da unten müsste Venel Guardian sein Unwesen treiben. Sag ich doch. Krepier. Den hauen wir jetzt fix um, ey. Und. Wir ownen ihn richtig, wie ihr seht. Der macht uns so gut wie keinen Schaden. So ein derber Damage, den wir hier verursachen, dank unserem ganzen Scheiß, den wir im Inventar haben, den wir benutzen können. Ja, Venel Guardian, Dingens. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier runter irgendwie. So, und da müssen wir irgendwie hoch. Ich weiß nicht, ob das mit dem Positionsteleport funktioniert. Ich mach mal, was anderes, ein Test. Ich teleportiere mich da drauf. Ah, das klappt. Da drauf. Und da drauf. Hey. Ach, Scheißteil. Ich habe kein Flug-Item. Da hüpfen wir hier halt hoch. Mir egal. Ah, jetzt habe ich noch die, die Dingen-Scroll drin. So, jetzt, wir machen riesige Sprünge, aber, das soll uns mal Wurst sein. Das ist ziemlich scheiße, so zu steuern, verdammt. So, Ranger Guardian. Danke, ich bin Ranger. So, was haben wir denn hier Schönes? Ultimate. Mal schauen, wie sich unser Attack-Wert ändert. Etwa mal um 500 erhöht. Was zur Hölle ist das geil. So. Wir sind Ranger und wir haben die ganze Zeit übrigens unsere Skills vergessen, die mir gerade auffällt. Die können wir ja auch noch benutzen. Dann Junk Arrow braucht man eigentlich nicht, aber wie hoch? Bowmastery. Bowmastery brauchen wir.
Die restlichen Skills sind, glaube ich, nicht so wichtig. Und Perfect Block Pulling brauchen wir auf Level 4. Fast Walker würde ich maxen, weil der ist cool, der Skill. Der ist einfach nur cool, da kann mir niemand was erzählen. Dark Illusion ist auf jeden Fall nice, auch maxen. Und Perfect Block. Wir kriegen jetzt da unten noch ein paar Buffs als Ranger. Dann machen wir uns mal hier Perfect Block rein. Dark Illusion können wir uns dahin ziehen. Bomb Mastery. Dadurch kriegen wir, komm schon, nutze ihn, kriegen wir nochmal ein bisschen mehr Attack. Aber wirklich nur ein bisschen, das bringt mir echt nicht viel. Perfect Block bringt uns ein bisschen Block Rate. Und Poison Arrow, was brauchen wir denn hier? Wo ist hier Fast Shot? Ice Arrow, Auto Shot Level 4 ist needed. Brauchen wir den Level 9. Level 9, 9, 9, 9, 9. Und den brauchen wir Level 4. Und den brauchen wir hier Level 5. Und danach können wir Arrow Rain hochziehen. Und dann noch uns um die anderen Ranger Skills kümmern. Nämlich, Ice Arrow muss auf Level 3 sein, damit wir unseren Buff kriegen. Der ist quasi noch das Wichtigste. Fast Shot. Und, Poison Arrow können wir auch noch auf Level 4 machen, damit wir uns später das Ding holen können. Wir greifen aber dann nur noch normal an. Wow, Critical Rate 89% wegen unserem ganzen scheiß Decks und unserem Guardian Ball und den ganzen Buffs. Das ist heftig. Wie auch immer, ich würde sagen, wir leveln mal weiter. Dazu teleportiere ich mich nach Darkon. Darkon 1 erstmal. Und level da bei Zeliasha-Viechern. Komm schon. Dahinter. Ich hasse das. Ich denke immer, ich habe einen Disconnect. Mann. Gemeines Spiel. Da rein, bitte. Danke sehr. Und Fische, 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 Fische. Krepier, du Fisch. Natürlich kann ich den Prozess dann im Endeffekt auch noch komplett automatisieren, wenn ich möchte. Also es wird ist zumindest geplant, dass ein Feature eingebaut wird, um automatisch leveln zu können, wie mit Automaton, sodass er automatisch das Monster, was dir am nächsten ist, angreift, was einem am nächsten ist und dann, naja, man kriegt halt dann Zeug für. So, 6 Punkte hier drin. Gehen wir mal rüber zu Carrier Bombs, würde ich sagen. Hier hoch. Bitte. Oh, ich wollte mich nicht unter Wasser porten, aber das wird wohl schon klappen. Carrier Bomb. Was haben die hier für kranke hellblaue Maps drin? WTF, Mann. Das sieht echt krass aus. Im negativen Sinne meine ich das. Mit krass. Das ist viel zu übertrieben, diese grellen Farben hier überall. Ich meine, an manchen Stellen ist Leuchten mysteriös und toll, aber hier ist es echt ein bisschen zu viel. Okay, wir sind Level 68. Dann machen wir die Punkte rein. Ich mache mir noch Fast Shot komplett drauf. Und sobald wir hier Fast Shot haben, würde ich sagen, haben wir uns noch den Buff rein. Und jetzt Increased Attack plus 70%. Schauen wir mal. Seht ihr diesen Schaden? Ich meine, seht ihr diesen Schaden? Ich habe auf einem Privatserver wie Insanity, die Rates sind jetzt nicht so extrem high, es ist ein High-Rate-Server, das ist keine Frage. Aber auch auf anderen P-Servern. Ich habe jetzt in einer halben Stunde die offiziellen Job-Quests gemacht, mir Items erstellt und ich mache mit auf Gegner, die meinem Level entsprechen, ich level mich mal hoch, sodass die meinem Level tatsächlich entsprechen, 15 fucking K-Crits. Einfach mal so nach einer halben Stunde, 18K war das gerade, das war gerade 15K. Ich mache 18K. Es waren 18K Crit dabei, da kann mir niemand was erzählen. Und das einfach mal so. Einfach mal so. Wir haben 95% Critical Rate. Wir haben derbste Stats. Wir haben ein Ultimate Guardian Ball. Wir haben das Lord Set an, obwohl wir kein Lord sind. Das ist auch ganz cool. Und Darkon 3. Wir können. Wir überleben Sack viel. Und wir können hier schon bei den Viechern hier Level 87. Ne, glaube ich noch nicht, dass wir da leveln können. Sieh mal hier hoch, Vatakankas. Vatanka, genau. Wir können bei Monster, die 12 Leben über uns sind, wirklich abartigen Schaden machen. Wirklich abartigen. Jo, also nochmal ganz kurz zusammengefasst: Die neuen Features dieses im Moment sind zum einen Teleport, zum anderen Bow Magic Attack und Client-Sided GM Authentication. Jo, ich würde sagen, ich verabschiede mich für dieses Video. Mir hat Spaß gemacht, in dieser halben Stunde diesen Charakter hier zu ziehen. Und wenn diese Jobquests nicht so lange gedauert hätten, wären wir jetzt wahrscheinlich schon Level 100 irgendwas. Also, tschüss, man hört sich in einem anderen Video.